Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ich habe in der Vergangenheit hier immer häufiger mal eine ultimative Einheit gezeigt. Das heißt, ich habe eine Einheit platziert und habe der Einheit jeden Boost gegeben, den ich dieser Einheit geben kann. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt einfach nochmal, aber in der ultimative Einheit Plus Variante. Ich werde die Reißnagelzone skillen und ich werde der Reißnagelzone noch ein paar Boosts von Geraldo geben. Und ja, es ist ein bisschen komisch, das mit der Reißnagelzone zu machen, aber ich mache es mit der Reißnagelzone aus zwei Gründen. Erstens, ich habe nachgeguckt und ich habe das noch nicht mit der Reißnagelzone gemacht. Ich glaube, Stan hat das einmal gemacht und dachte ich mir, ja, musst du eigentlich nicht machen. Grund Nummer 1. Grund Nummer 2, den Wettstein. Und der Wettstein geht leider nicht auf jede Einheit nachher auf Stufe 5, aber bei der Reißnagelzone geht das auf Stufe 5. Bevor wir jetzt aber in die Runde gehen, müssen wir kurz noch ein Experiment machen. Und zwar gibt es ja den Gurkenboost. Und den würde ich auch gerne draufhauen. Aber mir wird immer gesagt, Bardo, der Gurkenboost macht Einheiten irgendwann schwächer. Die werden nicht stärker dadurch, deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren, deswegen machen wir hier mal ein ganz simples Setup. Okay, er hat 100.000 und 22 Schaden gemacht. Fein, gut. Das machen wir jetzt nochmal. Aber jetzt mit einem Gurkenglas-Boost. Nee, er hat weniger Schaden gemacht. Gut. Okay. Experiment war ein Erfolg, also Gurkenglas-Boost. Nope, verboten. Den Feuerteufel werde ich aber trotzdem mal draufhauen. Das ist einfach noch ein Effekt mehr. Und vielleicht haue ich auch den Gurkenglas-Boost drauf. Einfach, damit wir mehr Effekte am Start haben. Ich manifestiere ja, dass morgen das Update kommt. Viele Leute sagen mir, dass das Update nicht morgen, sondern erst in einem Monat kommt. Dann weine ich. Also wenn das Update wirklich erst im Monat kommt, dann wäre ich sehr, sehr traurig. Weil 3 Monate auf ein Update warten, wäre dann doch ein bisschen viel. Finde ich persönlich. Ich werfe eh eine Geldkiste ab, aber geschenkt. So. Okay, Geldkiste draußen. Passt. Mach eine Plantage hier oben hin. Passt. Doppelten Geldmus machen wir jetzt aus. Gut, dann werden wir jetzt das erste Mal die ultimative Reißnagelzone machen. Aber wir machen die ultimative Reißnagelzone plus, so gesehen. Hier hin, so, das sollte genug Platz sein für alles. Ich habe den schief platziert, fällt mir gerade mal auf. Jetzt ist er mehr in der Mitte. Immer noch ein bisschen zu weit rechts, glaube ich, aber eben war er jetzt zu weit links. Ist nur ein bisschen zu weit rechts. Das ist deutlich besser. Keine Ahnung, ob das irgendjemand auffällt, aber ich finde es jetzt besser. So. Wir verbessern mal die Plantagen. Das Spiel mit den ultimativen Einheiten ist halt im Grunde immer gleich. Relativ unspektakulär, wie man das macht. Oh, da kommt was durch. Dann machen wir mal Reißnagelsprüher. So. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir seine Reichweite schnell dahin kriegen, dass er die obere Reihe mit angreifen kann, also die zweite Reihe. Weil die Nägel fliegen ja weiter. Sehen wir ja, wenn er was angreift, die Nägel, wenn wir was in der Reichweite ist. Achtung, er könnte jetzt zum Beispiel die zweite Reihe angreifen, weil die Nägel in die zweite Reihe fliegen. Wenn wir das hinkriegen, dass er die zweite Reihe direkt angreifen kann, dann fliegen die Nägel ja in die dritte Reihe. Das ist ja logisch. Wobei, der ist ja kein Roboter. Der sitzt ja, lore-technisch sind das ja alles Affen. Also in der Theorie sitzt da im Reißnagelwerfer ein Affe drin. Genauso im Bombenwerfer. Hier sitzt theoretisch irgendwo ein Affe drin, der das steuert. Auch im Affendorf sitzt theoretisch ein Affe drin wahrscheinlich. Falls ihr übrigens gerne mal im Affendorf sitzen würdet, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Und die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Die gelben Ballons kriegen wir kaputt. Sehr gut, gar kein Problem. Gurkenglas hat da jetzt aber, glaube ich, definitiv geholfen. Wir wollen ja auch alles irgendwann mal draußen haben. Und wenn wir hier in Slow Motion spielen... Ach komm. Ich einfach doppelten Geldmodus anlassen sollen. Aber wir haben es ja, wir haben es ja. So. Okay, es sollte jetzt langsam besser gehen. Habe ich noch eine Insta-Plantage? Oh, eine 3-2 Insta-Plantage. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Ich mache mal ein Affendorf. Wir können ja auch die Affendorf-Taktik machen, ein bisschen Geld zu machen. 0-2-0 ist auch noch okay. Ein paar Insta-Affen hier und da, pipapo, das passt. Alles gut, alles gut. Geld sollte jetzt dann schneller kommen. Wir machen jetzt noch hier einen Alchemisten. So, das soll einen coolen Trank auf den werfen. Wir skillen mal hier so, dass die Reichweite besser wird. Wir kommen, glaube ich, nicht ganz in die zweite Reihe, Stand jetzt. Auch wenn wir gleich Primatoring machen. Später. Also es ist möglich, ist möglich. Aber es ist dann wirklich was für später. Wenn ihr übrigens Plantagen skillen wollt, dann wollt ihr erst oben 3 und dann die Mitte. Ich habe das lange falsch gemacht, aber am schnellsten macht ihr Geld, indem ihr erst oben 3 und dann Mitte 2 skillt. Primatoring, so. Es ist nah dran an der zweiten Reihe, oder? Aber wie sieht es jetzt aus? Kann er... Ich glaube, er konnte die zweite Reihe angreifen. Ja, er kann die zweite Reihe angreifen. Perfekt. Alles, was ich wollte. Gut. Defensive sollte stehen. Das Ding ist, glaube ich, erst gegen Runde 40 nicht so stark. Wisst ihr was? Wir hauen einfach die Reißnagelzone raus. Wir sparen jetzt halt ein bisschen. Aber wenn wir die Reißnagelzone haben, dann sind wir halt safe gegen Runde 40. Und dann sollte Runde 40 kaputt gehen. Ich habe halt ein bisschen Respekt dafür. Wobei, mit dem Feuer... Quatsch, Quatsch, wir brauchen das noch nicht. Ich kann den Feuerteufel raushauen. So. Der wird jetzt zwar
viel vom Schaden einfach machen. Aber der Schaden vom Feuerteufel wird ja da dazu gerechnet. Und es ist ja auch ein Boost, wenn wir da mal gucken. Ich habe vorhin übrigens vorhin mal in der Runde geguckt und habe einen Sniper platziert und habe einmal eine Runde durchlaufen lassen ohne Feuerboost und einmal mit Feuerboost. Der Feuerteufel hat aber nicht angegriffen. Und der Sniper hat mit dem Feuerteufel ein bisschen mehr Schaden gemacht. Also der Feuerboost macht ihn anscheinend auch ein bisschen schneller. Das ist nicht nur der Teufel, der da rumfliegt. Ich habe ja mal einen rausgehauen mit den meisten Boosts im gesamten Spiel. Und ich meine, da waren wir schon bei 6, 7 Reihen. Das Video ist irgendwo verlinkt. Auf jeden Fall war das eine Menge an Reihen. Ich muss mir auch langsam mal Gedanken machen für Stufe 5. Aber es hat noch Zeit. Ich glaube, ich kann erst alle Plantagen verbessern. Was? Für 35.000? Für 40.000, okay. Dann absorbieren wir hier gleich für 40.000. Zack. Haben da jetzt eine Superplantage. Und dann machen wir da jetzt wieder Plantagen drum. Wir sollten finanziell aber jetzt sprinten. Klar, wir mussten jetzt viel verkaufen, auch mit den Marktplätzen und so. Aber die Plantage, die kickt jetzt halt richtig, richtig gut. Es kommt mir gerade alles schon zu weit. Wir gehen doch nochmal sicher. Reißnagelzone. So, das fetzt jetzt alles weg. Er kann jetzt auch schon wahrscheinlich fast die dritte Reihe nachher angreifen. Was richtig, richtig gut ist. Ich kann die Reichweite ja auch nochmal boosten. Und zwar hiermit. Also jetzt noch nicht. Aber nachher die bessere Version davon. Die macht dann, dass der auch eine bessere Reichweite hat. So, wir können nochmal hier das... Ah ja, der Wettstein, der Wettstein. Hauen wir nicht mal drauf. Seht ihr, der Wettstein geht. Der geht nicht auf jede einzelne Stufe 5. Das hängt vom Angriffstyp, glaube ich, ab. Aber hier geht das. Geld müsste schnell genug kommen. Wir machen mal hier so schon mal. Ich würde hier gerne Primärexpertise machen, aber Primärexpertise greift dann auch an. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja die ultimative Einheit. Komm, wir machen mal so. Heimverteidigung, just for fun. Nur als Boost. So. Oh. Naja, das sind natürlich auch super viele Angriffe auf einmal. Und die Reichweite, Alter. Wie weit das ausschart, wenn es einmal trifft. Das geht ja bis nach hier vorne. Damit können wir halt Ultra-Boost nochmal ein bisschen beschleunigen, weil es laden sich die Fähigkeiten instant auf, so gesehen. Wir machen nochmal ein Feuer. Wir machen hier den Superaffen schon mal. Bisschen höher, als ich denke. Ja. So. Wir machen das für Pharmakamentgebräu. Wir haben auf jeden Fall schon mal drei Reihen. Und wenn ich jetzt das Gurkenglas machen würde, wären wir in der vierten Reihe. Da, wir haben jetzt vier Reihen am Boost. Wir werden da auch recht schnell hinkommen. Hier, dieses Affendorf ist halt komplett ein Gamechanger, was das Finanzielle angeht. Normal hatte ich das immer erst so in Runde 80 ungefähr. Ich denke, wir werden aber den ultimativen Reißnagelwerfer in Runde 70 oder so draußen haben. Komm, ich level den mal ein bisschen hoch. Wir haben die Kohle. So. Dann machen wir jetzt schon mal den besseren Wettstein. Machen wir jetzt auch hier den Trank. Die Reichweite ist besser. Und ich mache auch nochmal Gurkenglas einfach, damit wir noch mehr Boost haben. Er ist auch zehnfach, ne? Er ist auch zehnfach. Ja. Wir gehen jetzt auf den Gottboost. Dumme ist... Also, was ist dumme? Wir haben den jetzt auch schon. Ist nicht mal eine Übertreibung. So früh hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie den Goldboost. Und dann haben wir gleich die ultimative Einheit Plus. Die wirklich ultimative Einheit. Da wird sich bestimmt ein gängiger Name für finden. Wir machen das mal weg. Der darf nur unten absorbieren. Gut, da gibt es den Boost. Und wir haben die vierte Reihe vollgekriegt. Wir können jetzt die fünfte Reihe pushen, wenn wir Heimatverteidigung raushauen. Spiel, was ist denn mit dir? Alter, was? Das ist jetzt normale Geschwindigkeit. Bitte, was ist das denn? Vielleicht lasse ich den Feuerteufel auch, weil ich will, dass er den Schaden macht und nicht der Teufel an sich. Aber es ist halt schon cool, wenn wir halt noch ein bisschen mehr Reihen haben. Optisch hat er jetzt Ultra Boost Plus Übertakten drauf. So, das geht auch doppelt. 1, 2, 3, 4 Reihen voll und die fünfte Reihe angekratzt. Wird er den Feuergeist überleben? Die Antwort ist... Ja? Oh, Alter! Habt ihr es gesehen? Man könnte den Schaden noch ein bisschen boosten, wenn wir den Klebstoffaffen raushauen. Aber das brauchen wir nicht. Der Schaden ist ja nicht das Problem. Ich denke, ich lasse den Feuerboost gleich mal weg, weil ich es einfach optisch cooler finde, wenn der ganz normale Angriff alles killt und der Feuerteufel ist ein Boost. Aber wir kommen auch so auf die fünfte Reihe. Viel früher. Sobald der angreifen kann, tot. Tot, tot, tot. Ja, der hat ja nichts eine Chance. Der hat ja gar nichts eine Chance. Hi Zom, willst du nicht in die Reichweite kommen? Tot. Okay. Runde 93 wird jetzt der erste Mini-Test, um zu sehen, wie stark das wirklich ist. Ja, das lasert. Das lasert natürlich weg. Ich gucke die ganze Zeit, ob die Boosts drauf sind. Der halt nicht, aber wie gesagt, der Feuerteufel, ich will den nicht auf dem Feld haben. Wir haben ja trotzdem so gesehen mit dem Gurkenglas-Boost, der nicht mehr drauf ist.
und den Wettstein, haben wir ja drei Boosts, die nur durch Geraldo gekommen sind. Runde 95 übrigens wird zerpflückt. Die werden instant, weil im ersten Kontakt werden die einfach sich zusammenbrechen, die Gegner. Die haben viel Leben übrigens. Ist nicht, dass die schwach sind. Die haben viel Leben. Aber wenn du halt einfach jeden Boost hast, den du haben, fast jeden Boost hast, dann ist halt alles sehr schnell tot. Für Runde 98 könnte ich noch hier oben das machen, dann greift er nochmal schneller an. Aber ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn sowieso alles instant tot ist. Also es ist nicht komplett instant, es lebt eine Sekunde. Wenn die Einheiten angegriffen werden, leben diese Ballons eine Sekunde. Jetzt gepanzerte Zombies, die könnten ein bisschen leben. Oh ja. Aber man kann auch in Echtzeit zusehen, wie die einfach weggebombt werden. So, okay. Boost. Boost. Der hat auch nicht eine Chance. Gut. Ja, nee, das ist alles tot. Das ist alles tot. Runde 99. Ja, komm, gepanzerte DDT ist tot. Okay, wo kommt der Bett? Ich dachte, der zerplatzt hier. Und das Kleinvieh zerplatzt hier. Boost, so. Da, und jetzt geht er kaputt. Und ja. Okay. Der perfekte Reißnagelwerfer hat ein paar Boosts im Leben. Der perfekte Reißnagelwerfer hat Hardcore gekillt. War schön, den mal zu beschwören. Man muss ja sagen, am Schaden, er ist ja eigentlich schwächer geworden durch Geraldo wegen Gurkenglas. Aber der Wettstand hat ihn stärker gemacht. Das hat ihn besser gemacht mit der Reichweite. Also am Ende des Tages ist er schon stärker geworden. Auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.